In vielen Städten sind die Menschen in den letzten Tagen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Einige Stimmen behaupten nun, die Bilder von den Menschenmassen der Hamburger Freitagsdemo seien neben der dpa auch von Hamburg 1 manipuliert worden. Keine Bildmanipulation von Anti-AfD-Demo. Am Freitag, dem 19. Januar, hat Hamburg 1 Fernsehen über die Großdemo Hamburg steht auf berichtet. Das eigens von Hamburg 1 gefilmte Material dokumentiert die Menschenmassen auch auf der Resedammbrücke. Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen, behauptete auf der Plattform X, die Bilder speziell an der Resedammbrücke seien von den Medien gefaked. Bestellte Massen demonstrieren gegen die AfD. Doch bei den in den Medien veröffentlichten Bildern fallen inzwischen zahlreiche Fälle von Bildmanipulationen auf. Warum haben sie das nötig? Neben Björn Höcke haben auch etliche Kommentare auf der Hamburg 1-Seite behauptet, die Bilder von den Menschenmassen an der Resedammbrücke seien manipuliert, gefaked oder mit KI bearbeitet worden. So habe auch Hamburg 1 die Bilder manipuliert, um die Teilnehmerzahl höher aussehen zu lassen. Zehntausende, ach was, Trillionen. Wie man sieht, sind viele davon sogar so heilig, dass sie übers Wasser laufen können. Bilder gefaked, ein paar hundert Leute da, lächerlich. Können die Leute schon auf dem Wasser stehen? Nicht nur bei dem dpa-Foto handelt es sich um ein Originalfoto, auch bei den Hamburg 1-Bildern handelt es sich um Originale, an denen nichts manipuliert wurde. Die Perspektivunterschiede zu den aktuellen Aufnahmen von Montag zeigen, wie sehr der Bildausschnitt ähnelt, auch ohne tausende Menschen.